Es ist vollbracht. Ihr habt in einer unglaublichen Kraftanstrengung euer Baby geboren. Die Hormone fließen. Wir gratulieren euch ganz herzlich. Und dann stellen wir fest, dass das Baby nicht fit ist und dass es von uns unterstützt werden muss, vielleicht sogar reanimiert. Wie gehen wir damit im Geburtshaus um? Was sind die Maßnahmen und wie würde eine Verlegung aussehen? Das könnt ihr euch heute anschauen. Herzlich willkommen zum Geburtskanal, dem Kanal des Geburtshaus Idstein. Hier dreht sich alles rings um die Geburt. Mein Name ist Susanne und heute möchte ich euch unser Vorgehen erklären, was wir machen, wenn es dem Baby nach der Geburt nicht so gut geht und wir vielleicht sogar in die Kinderklinik verlegen müssen. Alle wünschen sich nach der Geburt natürlich ein fittes und gesundes Kind. Und Gott sei Dank ist das meistens auch der Fall. Wir verlegen im Jahr 2 bis 5 Kinder in die Kinderklinik und meistens ist das in aller Ruhe. Dass wir wirklich notfallmäßig ein Kind verlegen müssen, ist extrem selten. Das kommt daher, dass wir unter der Geburt natürlich genau schauen, wie es dem Baby geht. Das Baby zeigt es uns, indem es seine Herzfrequenz in Stresssituationen verändert. Das sollte es eben nicht machen, es sollte nicht zu Stresssituationen für das Kind kommen. Wenn es uns zeigt, dass es mit der Situation unter der Geburt, mit dem Druck der Venen nicht gut zurechtkommt, werden wir euch unter der Geburt in ein Krankenhaus verlegen, denn dann kann man damit rechnen, dass das Kind nach der Geburt nicht mehr so viele Ressourcen hat und eventuell Unterstützung braucht. Wenn das absehbar ist, verlegen wir euch unter der Geburt. Und etwa 20% aller Frauen verlegen wir tatsächlich, nicht unbedingt, weil es dem Kind nicht gut geht, sondern vielleicht auch, weil die Geburt nicht weitergeht oder die Frau die Verlegung wünscht und eine weitere Schmerztherapie haben möchte. Wir wissen also unter der Geburt recht gut, wie es dem Kind nach der Geburt gehen wird. Aber nicht alles ist absehbar. Zum Beispiel die allerletzten Wehen, bevor das Köpfchen geboren wird, können für das Kind recht stressig sein, sodass es nach der Geburt zu Anpassungsstörungen kommt. Als Anpassungsstörung bezeichnet man die Situation, dass ein Kind, das eigentlich gesund ist, mit der Atmung noch nicht gut zurechtkommt. Natürlich können auch verschiedene Fehlbildungen nicht gänzlich ausgeschlossen werden, auch mit der heutigen Ultraschalltechnik. Kann es sein, dass doch ein Herzfehler vielleicht übersehen wird oder eine andere Fehlbildung nicht erkannt wurde. Wenn wir also das Kind direkt intensiv betreuen müssen, ist es so, dass die Hebammen erstmal die Erstversorgung einleiten. Wir sind zur Geburt ja immer zu zweit. Das heißt, wir beobachten, wie das Kind atmet, wie die Herzfrequenz ist. Und wenn wir merken, dass das Kind ein Problem hat, dann werden wir ein Sauerstoffsättigungsgerät anschließen. Die Sauerstoffsättigung im kindlichen Blut zeigt uns sehr gut, wie das Kind versorgt ist. Wenn es eben nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt ist, dann werden wir dem Kind Sauerstoff vor die Nase legen, dass es das atmen kann. Oder wenn es tatsächlich gar nicht richtig gut atmen kann, dann werden wir das Kind natürlich auch beatmen. Wenn das Kind von uns beatmet werden muss, gilt das als Reanimation und dann sollte das Kind in der Kinderklinik einmal durchgecheckt werden. Das heißt, wir werden uns relativ zügig die Kinderklinik dazu rufen. Es ist so, dass wir in Idstein etwa 30 Kilometer von der nächstgelegenen Kinderklinik entfernt sind. Für uns ist die Horst-Schmidt-Klinik in Wiesbaden zuständig. In der Horst-Schmidt-Klinik gibt es einen Kinderrettungswagen. Der Kinderrettungswagen wird von der Kinderklinik bestückt. Das ist ein kleiner Inkubator mit allem, was ein Baby für die Erstversorgung benötigt. Es wird immer der Oberarzt der Klinik mitfahren, sowie eine Kinderkrankenschwester oder ein Pfleger. Und das Kind bei uns vor Ort erstmal versorgen, mit uns gemeinsam. Und das Kind später dann mit in die Kinderklinik nehmen, weil man natürlich auch auf die Ursachenforschung gehen muss, warum das Kind jetzt so reagiert hat, wie es eigentlich nicht reagieren sollte. Ganz wichtig ist uns, das Kind warm zu halten, bei den Eltern zu behalten, sofern es irgendwie möglich ist und euch einfach zu erklären, was wir warum machen. Die Kinder sind immer stabiler, wenn sie bei der Mutter auf dem Bauch liegen. Das weiß man, das ist wirklich lebensrettend. Diese Lagerung versuchen wir, sobald es geht, auch wirklich zu ermöglichen.
Wenn die Kinderärzte dazukommen, werden sie das Kind natürlich anders versorgen. Das heißt, das Kind wird einen Zugang gelegt bekommen. Das passiert bei den Kindern entweder am Ärmchen oder am Kopf, weil da die Venen einfach am besten sind. Das Kind wird Flüssigkeit bekommen und vermutlich direkt eine antibiotische Versorgung. Eine antibiotische Versorgung ist in vielen Fällen tatsächlich eine Überversorgung, weil man ja noch gar nicht getestet hat, sind irgendwelche Keime da. Aber Neugeborene-Infektionen, die unerkannt bleiben, werden sehr, sehr, sehr schnell übergroß, führen zu einer Sepsis und damit zu kindlichen Todesfällen. Deswegen werden alle Kinder, die atemmäßig auffällig sind, wo eine Infektion der Grund sein könnte, mit einem Antibiotikum abgedeckt. Natürlich wird parallel werden auch Abstriche genommen und dann mit Zeitverzug im Labor untersucht. Und vielleicht stellt sich nach einem Tag raus, da ist überhaupt nichts an Infektion. Dann wird das Antibiotikum wieder abgesetzt. Aber wenn eben doch etwas da wäre, dann hat man einen Tag früher schon begonnen und hat dieses Kind so versorgt, dass sich keine Sepsis herausbildet und das Kind keine lebensgefährliche Infektion entwickeln kann. Dem Kind wird der Blutzuckerspiegel gemessen werden durch uns oder wenn das durch uns noch nicht erfolgt ist, im weiteren Verlauf dann auch von der Kinderklinik, weil der Blutzuckerspiegel natürlich wichtig ist, damit das Kind fit bleibt. Und wenn man merkt, das Kind hat vielleicht noch nicht an der Brust getrunken, war noch nicht fit genug dazu, dann sinkt der Blutzuckerspiegel natürlich ab und das Kind würde in dem Fall dann über eine Infusion auch etwas Zuckerlösung erhalten, damit es fit und stabil bleibt. Und da ist das Vorgehen im Geburtshaus ganz genau so, wie es in anderen Krankenhäusern der Fall ist, an denen keine Kinderklinik angeschlossen ist. Das heißt, auch in anderen Kliniken ohne Kinderklinik würde das Kind in einem solchen Fall in der Kinderklinik verlegt werden. Der gleiche Rettungswagen, der uns ansteuert, steuert auch die anderen Kliniken im Umkreis an. Die Besetzung versorgt das Kind bei uns oder in den anderen Häusern und nimmt das Kind dann mit. Das ist natürlich für die Eltern wirklich herzzerreißend, wenn man sieht, wie das Kind in so einem Inkubator weggefahren wird und erstmal versorgt wird. Und es ist leider auch so, dass die Eltern nicht mitfahren können. Denn die Frau hat ja gerade geboren, das heißt, da muss noch vielleicht eine Plazenta hinterher geboren werden, da müssen Geburtsverletzungen versorgt werden, der Kreislauf ist wahrscheinlich auch nicht so fit, dass man direkt aufspringt und losläuft und eine Riesenanstrengung liegt hinter euch. Zudem ist es so, dass sich natürlich die Kinderärzte, Kinderschwestern, Pfleger auf dem Transport in die Kinderklinik um das Mäuschen kümmern müssen und mit ihrer Aufmerksamkeit für das Kind da sein müssen. Sie haben also keine Kapazitäten, euch zu erklären, warum sie was machen. Und als Elternteil steht man eigentlich nur im Weg rum und bekommt Angst, weil einem niemand was erklären kann. Deswegen ist es sinnvoll, dass das Kind im extra Kinderrettungswagen in die Klinik gefahren wird und die Eltern eine halbe Stunde bis Stunde hinterherfahren, gemeinsam, dann ist die Frau soweit fit, dass das funktioniert und dann können euch in der Kinderklinik die Ärzte auch schon erklären, was mit dem Kind los ist und welche Therapieschritte eingeleitet wurden. Wenn das Kind in der Kinderklinik angekommen ist, wird es vermutlich kurz auf die Intensivstation kommen, um alles abzuchecken. Das heißt nicht, dass es da bleibt, es kommt dann oft auch auf die Normalstation weiter, aber man muss natürlich erstmal mit allen Mitteln, die es gibt, schauen, warum das Kind auffällig war. Es gibt ein kleines Beispielbett, da kann man nachts, das kann man sich dann neben diesen Kinderbettchen stellen, aber es ist natürlich kein Wochenbett, was man der Frau wünschen würde. Das ist leider auch der Fall, wenn du zum Beispiel in der Horschmidt-Klinik selbst entbinden würdest, denn die Wochenbettstation ist ganz weit entfernt von der Kinderklinik und diese langen Wege in der Klinik sind vielen Frauen auch zu viel und sagen, nee, dann entlasse ich mich jetzt auf der Wochenbettstation, damit ich auf einem Stuhl neben meinem Kind sitzen kann. Meistens bleiben die Kinder nicht so lange, sondern wirklich nur, bis diese Anpassungsschwierigkeiten gegessen sind. Bis zu einer Woche kann es manchmal dauern, wenn tatsächlich eine Infektion der Grund war, dann muss natürlich die Antibiose abgeschlossen werden und so lange muss das Kind auch im Krankenhaus bleiben. Ihr dürft natürlich stillen in der Kinderklinik. Es werden euch auch Stillberaterinnen beiseite gestellt und ihr könnt eine Milchpumpe euch ausleihen.
damit die Milchbildung auch angeregt werden kann und das Kind dann, wenn es fit genug ist, an die Brust direkt kommen kann. Notfallverlegungen sind Gott sei Dank sehr, sehr selten. Wenn ihr euch noch mehr für das Thema Kinderklinik interessiert, habe ich euch unten eine Folge der Helios Klinik in Wiesbaden angehängt, in der sich die Kinderklinik und auch der Kreißsaal vorstellen. In der nächsten Folge geht es nicht um kranke Kinder, sondern um gesunde Kinder, die bei uns weiter betreut werden. Und ich möchte euch zeigen, wie wir die U1, die erste Untersuchung bei einem Kind, durchführen, welche Prophylaxen wir bei dem Kind vornehmen können und euch diese vorstellen, damit ihr uns dann bei der Geburt sagen könnt, ja, wollen wir oder nein, wollen wir nicht. Viel Spaß!